Wenn Gott es so will. Diese Hälfte wollen wir noch gar nicht haben. Wir müssen unsere Front kompakt halten, weil ich nicht sicher bin, wie stark wir angegriffen werden. Erst wenn ich mich sicher fühle, dass wir diesen Bereich hier mithalten können, sollten wir den übernehmen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das schließt natürlich leider das Dorfzentrum mit ein. Aber das bedeutet, dass wir das Dorfzentrum hier unten kriegen können. Das bedeutet, da kann sich Gruppe 9 gleich drum kümmern, sobald die mit der Kaserne fertig sind. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich hab getan, so, was ihr wolltet. Hoch mit euch. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Und jetzt kommen sie von hier oben. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Handel bestätigt. Ein Handel wurde abgeschlossen. Wenn Gott es so will. Ein Held ist in großer Gefahr. Ausbau abgeschlossen. Handel bestätigt. Geht mit dem Segen des Herrn. Streitet furchtlos. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Für die Ehre. Handel bestätigt. Dario, deine Kanonen, die los... Liegt so viel dazu. Auf dem Schlachtfeld. Da steht sie schon. Erik war unterlegen und... Diese Kanonen zerlegen uns. Nichts lieber als das. Wie ihr wünscht. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Halt dich selbst. Deponier in der Falle hier. Inshallah. So wird es gehen. Ja, Sidi. Helias, wo bist du? Wenn Gott es so will. Beweg dich da hoch. Ein Held ist in großer Gefahr. Das Gebäude ist ausgebaut. Wie ihr wünscht. Angriff. Ich gebe mein Bestes. Helias, ich will diese Belagerungskanone haben. Heil auf der Seite der Gerechten. Auf in die das hat nicht geklappt, weil die Kanonen natürlich auf Helias geschossen haben irgendwie. Wenn ihr es richtig haltet, ihr entkommt mir nicht. Angriff. So. Sofort. Dorfzentrum befand sich hier irgendwo. Selbstverständlich. Handel bestätigt. Natürlich. So gut ich kann. Ausbau vollbracht. So, könnte diese feindliche Kanone etwas am Leben halten. Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Halt. Wir müssen nämlich wieder Rückhandel betreiben. Wir haben jetzt viel Holz und jetzt funktioniert das plötzlich wieder. Also, noch müssen wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten sogar. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jawohl, jawohl. Natürlich, selbstverständlich. Nicht du, Ari. Ari, du musst dich da wegbewegen. Ich bin schon unterwegs, wenn ihr wollt. Kein Problem. Gut, wie ihr wünscht. Es ist Zahltag. Ich will diese Kanone eigentlich gerne haben. Natürlich. Jawohl, Herr. Natürlich. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Quick Save. Bevor sie rausstellt, dass es ein riesiger Fehler war, das jetzt zu machen. Ich hab getan. Danke, unsere nehmen wir. Ja! Ja, gern. Ja! Ja! So. Viel besser. Es beginnt zu regnen. Das Gebäude ist ausgebaut. Wir kaufen 2000 Steine pro Marktplatz ein. Ich hab getan, was ihr wolltet. Und dann müssen wir uns darum kümmern, die ganzen Leute jetzt vernünftig zu versorgen, damit das Ganze schneller funktioniert. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Und dann verhandeln wir Schwefel mit Eisen. Nach diesem Handel. Und dann? Dann haben wir den Gruppe 9. Baut dieses Dorfzentrum. Dach, Chef. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dach, Chef. Ausbau fertig. Gut. Wir sollten einen neuen Spielstand anlegen. Wenn die Front oben bricht, laden wir neu. Das bedeutet, die Türme hier unten können weg.
hab getan, was ihr wollt. Schießplatz nach hier unten hin. Salem. Die Kanone braucht eine Lücke, die Pflaster. Hilfe, mein Best. Ziemlich dringlich. Lasst mich eure Wunden sehen. Ich tue mein Bestes. Gern. Wie ihr wollt. Seid unbesorgt. Ausbau vollbracht. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja! Na gut. Ja, ist gut. Na gut. Fangen die Leute hier vernünftig zu versorgen. Wir müssen die Leibis schneller machen, wir müssen die Leibis mehr aushalten lassen. Stadtwache funktioniert ja, glaube ich, nicht. Sicherheitshalber, wer vorstellt sie trotzdem? Da können wir gerade nicht, weil Ausbauten im Gange sind. Das ist verständlich. Ausbau vollbracht. Forschung abgeschlossen. Na, einfach trotzdem weiter ausbauen. Geschafft. So, Holz kriegen wir gerade noch ganz gut rein, weil wir unser Leibeigen noch viel Holz hacken können. Natürlich. Also mache ich mir darum gerade nicht die größten Sorgen. Salem, deponier noch eine weitere Falle das hierhin. Kann kein Ungläubiger Pilgrim, eine Kanone nach dahin. Kanone jetzt. Alles, was wir tun können, um die gegnerischen Angriffe ein bisschen auszudünnen. Mit Freuden, Sidi. Fertig. Mit Freuden, Sidi. Quick Save. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude... Gruppe 8. Wir brauchen unser Lehm. Ihr könnt hier oben Lehm beschaffen. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Gruppe 7 ist hier, Gruppe 6 ist im Stein prügeln. Alles ist in bester Ordnung. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Flaschen zu können wir erforschen. Damit kommen wir an diese Technologie ran. Die werden wir brauchen. Einmal beten, um die Leute ruhig zu stellen. Gesegnet. Na gut. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Feinde, Marsch von der anderen Seite. Angriff. So soll es sein. Feinde greifen eure Häuser an. Ein Handel wurde abgeschlossen. Handel bestätigt. Abgemacht. Fertig. Abgemacht. Sofort. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Der Sieg wird unser ihr sein. Habt einfach nein. Ton gefunden und in Sphäre. Zum Angriff. Gibt noch obdachlose Siedler. Ja. Ihr habt einfach. Jetzt haben wir Türme gewissermaßen unfreiwillig übernehmen müssen. Besitz genommen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. So. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich tue mein Bestes. Handel bestätigt. So gut ich kann. Helias unterlag und ist bewusst. Speere, zurück! Natürlich. Wenn ihr wollt. Jetzt haben wir diese verdammten Türme hier übernommen. Das war nicht der Plan. Gruppe 0. Könnt ihr mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja. Jetzt wird's interessant. Jupp. So, sind alle Handel durch? Wieso regnet es eigentlich übrigens die ganze Zeit jetzt? Ja. Es regnet übrigens schon seit Ewigkeiten. Seid gesegnet. Wie ihr wünscht. Abgemacht. So, ein Handel muss noch. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Handel bestätigt. Sofort. Gut, wir haben jetzt 8 Märkte, wir haben 3000 Eisen. Das ganze Eisen muss weg.
Ja, okay, dann machen wir das so. Nein, Moment, das ist falsche Rechnung. Falsche Rechnung. So. 400. Aber wir damit. So hohe Steuern hatte ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. So. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Wie soll ich mich konzentrieren, das wird uns bankrottieren. Wenn ihr mich kitzelt? Abgemacht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Warum? Ich glaube, wir brauchen bessere Speere. Da trainiert niemand. Okay, wisst ihr was? Gehen wir zur anderen Kaserne. Hier. Jawohl. Wie ihr befehlt. Hand drauf. Wir brauchen bessere Speerträger. Ja, ja. Der Handel ist beschlossen. So sei es. Wenn Gott es so will. Wie ihr befehlt. Selbst so, Handel sind beschlossen überall. Der Handel ist beschlossen. Ausbau vollbracht. Der Handel. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Fertig. Handel bestätigt. Das Gebäude ist sehr gut gebaut. Aber gern. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Zwei müssen noch. Übrigens, es ist endlich der Sommer. Ausbau vollbracht. Der Handel ist beschlossen. Information, wie ihr befehlt. Hand drauf. Gut, da wir Flaschen zugebracht haben. Ausbauen. Keinen Platz zum Nächtigen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dachchef. So, jetzt und heißt dann, das. Dann haben wir den zu 5000 haben. Und der. Dachchef. Ausbau vollbracht. Machen wir das so. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Das Gebäude ist so gebaut. Dadurch haben wir ein bisschen Schwefel übrig, den wir jetzt in die Legierung reinstopfen können. Einige Siedler. Okay, sie kommen aber jetzt hauptsächlich aus dieser Richtung. Das ist unhilfreich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wie ihr wünscht. Weißt du was, ich bin bereit, die Türme hier zu verlieren. Sofort. Wenn es den Gegner tiefer in unsere Turmfront reinzieht. Ihr wagt es. Salim ist zu Boden gegangen. Jawohl, natürlich. Salm hätte eine Selbstheilung reindrücken müssen. Oder eine Heilung generell. Wenn's denn sein muss. Türme, da drauf schießen. Massierten Beschuss. Truppen drauf. Das fürchten. Attacke! Handel bestätigt. Oh Gott, diese Belagerungskanonen zerlegen uns einfach. Ein Held ist in großer Gefahr. Auf sie! Ja. Fertig, Meister. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Abgemacht. Abgemacht. Jawohl. Leide dir. Ja, ja. Hand drauf. Fertig. Ein Turm verloren, Belagerungskanone gewonnen, damit kann ich leben. Genau die richtigen. Handel bestätigt. Ja. No, you don't. Es kommt mir nicht. Ihr werdet angegriffen. Zieht die Speere zurück. Wie ihr wünscht. Das kann ich. Wir können sie Kanone auch nicht ruhig schalten, oder? Na, dann erledigt sie. Hört den Zorn des Herrn. Wo ist hier ein neuer Turm hin? Handel bestätigt.
Eure Siedler werden gesegnet. Handel bestätigt. Sehr gut. Ausbau abgeschlossen. Dann. Zahltag. Geben wir 700 pro Marktplatz aus. Wurde ich wieder große Mengen an Schwefel bekommen. Sehr gut. Und da kommt das nach hier hin, das nach da hin, an die Arbeit. Speere, hoch mit euch. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir kümmern uns darum. Wir wollen, dass die Gegner hier reinrennen. Also wenn wir hier keine Türme hinstellen, das wäre kontraproduktiv für uns. Natürlich. Wir setzen sie aber hier hin. Dieser Turm ist dementsprechend eigentlich auch problematisch für uns. Ja, gern. Ja, mein Herr. Ja, Herr. Fertig, Meister. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wir wollen dir noch aus. Die Feuerkraft kann man gebrauchen. Ja, Sidi. Bei Mohammed. So, das kann man gebrauchen. Und Medina, natürlich. Das kann man eure gebrauchen als hintere Linie. Technologie erforscht. Ja. Ausbau fertig. So. Ich höre einen Anruf. Okay, einen Moment, liebe Gemeinde. Wir sind gleich zurück. So. Da sind wir wieder zurück, nachdem ich durch einen ewigen Anruf durchprügeln musste. Wo sind wir schon wieder überhaupt? Ausbau fertig. Da. Hand drauf. Ich muss meine Konzentration wiederfinden. Jetzt, wo ich irgendwie wieder eine halbe Stunde weg war. Der Handel ist beschlossen. Handel wurde beschlossen. Bestätigt. Beten kommt gleich nach dem Zahltag. Wir behandeln gerade haufenweise Schwefel ein. Ein Handel wurde abgeschlossen. Wir machen uns die Metallurgie. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bauen die Türme auf, gehen gleich Richtung Kanonentürme. Damit könnten wir eine Weile durchhalten. Wir müssen unsere Armee aufbauen. Woran wir jetzt schon arbeiten sollten. Wir brauchen Artillerie. Seid gesegnet. Bei nächster Gelegenheit. Wo ist Gruppe 6? Okay. Könnt ihr denn mal einen anderen belästigen? Was mit eurem lassen wir euch abpacken? Könnt ihr denn mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Steine sind aktuell in Ordnung. Dann, ihr könnt hier haben wir den bei Holz mithelfen. Ohr gehauen und der Holz oder wir schicken euch Eisentacken. Wir schicken euch die Eisenhaufen, die loswerden. Ja. Gebt den Priestern etwas. Priester brauchen mehr Zeit. Der nächste feindliche Angriff müsste bald. Und wird bald mal nicht jeden Moment kommen. Der Handel ist beschlossen. Na gut. So, und dann brauchen wir gleich einen ganzen Mantel an Kanonentürmen. Ausbau vollbracht. Die Idee wird sein, dass wir den unteren Außenpostenring leer räumen, bis zu den Toren vorstoßen und die Tore dicht machen, damit wir dann Ruhe haben. Fertig. Das wird möglicherweise erreichbar sein, indem wir es schaffen, die feindliche Armee durchaus am Leben zu halten für eine Weile. Holz geht aus. Holz können wir uns nützlich noch einkaufen, aber zuerst mal machen wir weiter mit Schwefel und Eisen. Wir haben 10.000... Handel bestätigt. Oh, Sekunde. Ausbau abgeschlossen. Ist irgendein Markt noch am Arbeiten? Fertig, nein. Meister. Gut. Wir haben 10.000. Wir geben 500 Schwefel pro Marktplatz aus. Um ein bisschen an Eisen ranzukommen. Der Rest, die Schwefel, die dann für Kanonentürme. Jetzt kommt natürlich aus dem miserablen Timing wieder. Euer Dorf wird angegriffen. Wir haben keine Zeit dafür, wir sind am Handeln. Der wirkliche Nachteil von Handel. So ein Schwachsinn. Das ist Ausbeutung. Jawohl. Angriff! Ja, ist gut. Angriff! So gut ich. Dario, das sind zu viele Belagerungskanonen, die müssen weg. Vertreib sie.
Ausbau vollbracht. Ja, mein Herr. Helias, leite die hier, die ist noch wert. Heil auf der Seite der Gerechten. Auf sie! Feinde greifen eure Häuser an. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. So, ziehen wir die jetzt zurück. Speere. Wie ihr wünscht. An die Arbeit. Mach sie nieder. Hand drauf. Hey, wir können die Feindliche Armee theoretisch ein bisschen am Leben lassen. Wenn wir nur eine von den Belangskanonen stehen lassen. Attacke! Ein Handel wurde abgeschlossen. Hand drauf. Dadurch gewinnen wir wieder etwas Zeit. Speere zurück. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. Ich gebe mein Bestes. Hand drauf. Hand drauf. Ein Handel. Belangskanonen tun natürlich weh. In Ordnung. Hand drauf. Ein Held ist in großer Gefahr. Ari können wir dafür nicht benutzen, weil natürlich. Die Leute töten würde. Wie ihr befehlt. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. So, sind die Händel direkt schon alle durch? Die sind alle durch, perfekt. Es ist Zahltag. Das heißt, ab jetzt müssten wir, genau, wir können Schrift für Eisen einkaufen, das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir sogar Holz für Steine einkaufen. 500 Steine pro Marktplatz verkaufen. Ich glaube, 500 ist irgendwie die Schwelle, um das vernünftig zu machen. Das ist zu viel. Pilgrim ist am Ende seiner Kräfte. Und das ist in Ordnung. Die Helden werden die Helden wiederbelebt haben, bis der nächste gestorben ist. So die Theorie. Die Kanone wird es nicht schaffen, alle Helden gleichzeitig zu töten. Das ist der Grund, weswegen wir die Helden ein bisschen. Pilgrim, nein! Gut, betrachtet die Sache als erledigt. Jawohl! Ich hatte zwar recht. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass es gut gelaufen ist. So. Forschung abgeschlossen. Metallurgie steht. Perfekt. Das bedeutet, ab jetzt gibt es die Dinger hier. Endlich! Wirkliches Werkzeug, mit dem sich arbeiten lässt. Wer oder was? Abgeschlossen. Kann warten. So. Da kippt jetzt um. Ausbau vollbracht. Wie ihr wünscht. So, wir müssen unsere Helden so ein bisschen gestaffelt aufstellen. Gut. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ausbau vollbracht. Feinde haben einen Held attackiert. Ja, Sidi. Euer Wunsch ist mir Befehl. So sei es. Trotz Mekka und Medina, natürlich. So gut so ich kann. Heil dich. Eure Wunden versorgen. Zahltag. Segnen. So, Zeit zu gewinnen. Metallurgie wurde erforscht, das ist gut. Gruppe 0. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Die Speere haben gute Arbeit geleistet. Beten. Gruppe 9. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr könnt hier mit Holz hacken. Wir müssen ein bisschen Bauplatz gewinnen. Wir müssen ein bisschen Bauplatz gewinnen, damit wir die Leute hier alle versorgen können. Damit wir uns gleich eine kleine Schmiede-Eco aufbauen können. Und eine Alchemisten-Eco. Im Endeffekt brauchen wir etwas, das uns Ressourcen beschafft, während wir die Marktplätze aktuell nicht benutzen können. Eine Mischung aus Handel und Eco ist dementsprechend das Ergebnis, das wir haben wollen. Salim wurde überwältigt. Der Handel ist beschlossen. Der Handel ist beschlossen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Handel bestätigt. Bei Mohammed, es sei. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Hand drauf. Ja. Einige Siedler haben. Wir kriegen davon was ab? Zum Nächtigen. Nein, okay. Es gibt nicht genug zu essen. Wir brauchen uns mit einer Wettermaschine, um diesen verdammten Regen loszuwerden.
Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Neun baut das hier. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wir bauen die Wohnhäuser alle mal aus. Es ist Zeit, unser ganzes Obdachlosigkeitsproblem zu lösen. Wir werden gesegnet. Wird erledigt. Wir können das hier bauen. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Das ist vollkommen in Ordnung. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Hand drauf. Seid gesegnet. Ausbau abgeschlossen. So. Ausbau abgeschlossen. Denn wir werden jetzt versuchen, ein bisschen Handel und Veredelung gemeinsam zu mischen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Gruppe 9 baut das hier gerade auf. Die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Holz gefällt. Feinde haben einen Held attackiert. Bei Mohammed, es sei. So. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Jawohl, formieren! Merkt er. Ausbau fertig. So, wir können es also ohne weiteres erlauben. Ausbau voll. 1500, 2000 Holz pro Marktplatz auszugeben. So. Feinde haben einen Held attackiert. Das sind dann 16.000 Holz, die wir damit ausgeben. Das ist in Ordnung. Für sehr, sehr viele Steine, weil wir Steine definitiv mehr brauchen werden als Holz. Und Holz kassieren wir die ganze Zeit noch ein. So, Salem ist umgekippt, das ist in Ordnung. Ihr könnt hier unten mal aushelfen gehen oder hier mal versorgen gehen. Kein Problem. Feinde haben einen Held attackiert. Dario, nein. Sehr wohl. Salem, nein. Ja, in Ordnung. Es sei bei Mohammed. Es sei. Ja, ja. Es sei. Ich tue mit aller Quicksave. Mein Bestes. Ihr sollt hier keinen Schwachsinn machen. Wir brauchen diese Kanone für den Moment noch ein bisschen lebendig. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Weil ich gerade in aller Ruhe einen Aufbau durchführen möchte. So. Und der Dachchef. Dafür sind wir genau die Richtigen. Gruppe 2. 12 Trupps Arbalesten sollen es werden. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgesuche? Ausbau hier. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Drei Gießereien hier. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Feinde haben ein Held. Erreck! Jawohl. Nein! Ja, natürlich. Ja. Jawohl. Ja. Das Schlimmste ist, dafür kann ich den Helden nicht mehr böse sein, weil die ja alles richtig machen. Bessere Türme. Eure Priester. Okay, hör, also das war zu früh gebetet. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war so, das können wir erforschen. Ich war nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Forschung abgeschlossen. Die Steinmetze veredeln aber sehr gut. Ein Held ist in großer Gefahr. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen?
Ansatzpunkt geht es gerade wirklich nur darum, die genetische Angriffsarmee zu beschäftigen, bis wir uns eine eigene Angriffsarmee aufgestellt haben, die dann hier über den Prinzessengang marschieren kann, hier was davor setzt. Ausbau abgeschlossen. Also hier müssen wir irgendwas davor setzen, damit das Tor geschlossen wird. Hier wahrscheinlich. Der Handel ist beschlossen. Der Handel ist beschlossen. Handel bestätigt. Heureka! Handel bestätigt. Abgemacht. Ausbau. Sehr gut. Natürlich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Da habe Holz gefällt. Einer eurer Helden steckt in Schuhe. Da ist darum ausgerutscht. Feinde greifen ihn an. Hand drauf. Jawohl. Sofort. Natürlich. Wenn Gott es so will. Wird gemacht. Betrachtet die Sache als erledigt. Gut. Ja. Fertig, Meister. Gut. So. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. 500 Eisen pro Marktplatz verkaufen. Zahltag. Bald können wir vor allem Eisen veredeln. Das wird dann sehr viel wert sein. In großer Gefahr. Ich muss zugeben, bis wir es vorhin aus Versehen getan haben, habe ich gar nicht mal daran gedacht, dass man die Truppen hier am Leben lassen kann. Natürlich haben wir es jetzt erst gemacht, jetzt wo die mit ihren lästigen Belagerungskanonen ankommen, uns zu zerlegen. So sei es. Ja, Sidi. So sei es. Kann Pilgrim die Position da übernehmen? Wie ihr wünscht. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Pilgrim hält mehr Außenzahlen und kann ihn mal heilen. Das heißt, wenn Sam die ganze Zeit stirbt, ist es lästig. Sam und Telas sollten eigentlich am Leben sein, damit die das Ganze noch verzögern können. Feinde greifen ihn an. Abgemacht. Abgemacht. Der Handel ist beschlossen. Hand drauf. Und dann haben wir den Alt übers Ohr gehauen und der... Ah, jetzt geht's auf Eric los. Dachchef. Abgemacht. Ja, eigentlich sind Eric und Pilgrim die Besten, die den Schaden einsetzen können, weil die vier Rüstung haben. Eric ist kampffähig. Hand drauf. Einer eurer Helden wird an. Große Massen an Eisen hätten wir jetzt gerne. Fertig. Ein Kanonengießer nimmt seine Arbeit. Es wird Zeit, dass wir den Handel ein bisschen hochdrücken. Nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Säulen. Eric hat die Kanone zerstört. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es passieren musste. Na gut, das haben wir in Kauf genommen. Dafür haben wir eine ganze Menge Zeit gewonnen. Und Zeit ist immer, worum es bei der ganzen Geschichte ging. Wir hatten nicht vor, den Gegner unendlich lange hier festzuhalten. Eure Siedler werden gesegnet. Ja! Wenn Gott ist. Schade, kannst du inzwischen wieder heilen? Ja. Alles klar. Jetzt hatten wir. Geliehenen Kanonen kurz mal ein bisschen zu heilen. Fürchtet die Wunde nicht länger. Und wir sollten wahrscheinlich wirklich hier die ganzen Türme alle ausbauen. Sicher ist sicher. Quick Save. Und einen echten Stand sollten wir auch anlegen. Hier, wir überschreiben den ersten. Ausbau fertig. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe
Holz gefällt. So, vor allen Dingen haben wir durch die ganzen Dorfzentren. Ich glaube, ich habe eine Vermutung übrigens, weswegen so viele Dorfzentren hier zu haben sind. Zum einen werden wir sie wahrscheinlich brauchen werden. Zum anderen. Ah, da kommen sie schon wieder. Und sie kommen über diese Flanke dieses Mal. Könnt ihr denn mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Hand drauf. Der Handel ist beschlossen. Hand drauf. Ein Handel wurde abgeschlossen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Hand so, Armee 1. Abgemacht. Hellebarden? Natürlich Hellebarden. Ja. Wie ihr wünscht. Eure Arbeiter. Und natürlich Armbrust. Forschung abgeschlossen.